liebe Verbündete, wenn jemand aus Staufen hier auftritt, fragen Sie sich sicher, was hat er uns zu sagen? Mein Thema ist Gips und Verantwortung. Aus den vorangegangenen Ansprachen an dieser Stelle, insbesondere von Dr. Sirik zur Geologie, ist Ihnen das Problem Gips, Gipskäuper und Anhydrit geläufig. Ich spreche zu Ihnen, weil dieses Problem von den sogenannten Entscheidungsträgern trotz der unglaublichen Erfahrung von der Stadt Staufen ganz offensichtlich nicht, jedenfalls nicht ausreichend, berücksichtigt wird. In Staufen geht es nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Theorien, sondern um reale, praktische Auswirkungen. Und genau diese Auswirkungen nach den Bohrungen könnten in Stuttgart ebenso zum Tragen kommen. Auch hier herrschen im Untergrund unklare Verhältnisse. Nicht nur in der Erde, aber dort besonders. Zurzeit weisen in Staufen 262 Häuser Risse und Hebungen auf von wenigen Millimetern bis zu 10 Zentimetern. Sie haben richtig gehört, 10 Zentimeter. Staufen liegt heute in seinem Stadtzentrum 30,4 Zentimeter höher als noch im Februar 2008. Man meint, mit Staufen geht's aufwärts. Es ist nur zu verständlich, dass die Betroffenen Schadensausgleich einfordern. Die Eigentümer dort haben einen 100%igen Verwertungsschaden durch Unverkäuflichkeit ihrer Immobilie. Ich gehöre selbst dazu. Und damit sind wir beim Thema Verantwortung. In Staufen gibt es dazu die Realität, die Sie hier in Stuttgart noch vor sich haben. Für die Verantwortung kämen theoretisch 4 Organe in Frage. Die Stadt, das Land, die Bohrfirma und als Notanker die Häuslesversicherer. In Staufen hat sich das ganz schnell geklärt. Die Stadt hat ja nur den Antrag an das Regierungspräsidium gestellt, das seinerseits für die Genehmigung zuständig ist. Mithin ist kein schuldhaftes Verhalten festzustellen. Das Regierungspräsidium hat genehmigt, sich dabei aber, Zitat, genau an gesetzliche Vorgaben und Richtlinien gehalten. Mithin ist kein schuldhaftes Verhalten festzustellen. So das RP. Die Bohrfirma können Sie vergessen. Die hat die Vorgaben nur umgesetzt und sie würde sowieso schnell in die Insolvenz gehen. Die Häuslesversicherer, und das hat viele überrascht, dürfen gar nicht zahlen, da sie nur für Elementarschäden eintreten. Die Bohrung aber ist menschengemacht. Fazit: Niemand ist verantwortlich. Wie also hat sich die Landesregierung real verhalten? Das ist auch für Stuttgart 21 von Interesse.
Die Schadensregulierung sollte durch eine Schlichtungsordnung eindeutig geregelt werden. Wegen der Kompliziertheit der Situation hat diese Schlichtungsordnung 65 Paragraphen. Die Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Risse und der Bürgermeister legten das nach Vorklärung mit dem Regierungspräsidium in Stuttgart vor und reisten dann zur Unterzeichnung von Staufen nach Stuttgart. Meine Damen und Herren, sie wurden wieder nach Hause geschickt, ohne Unterschrift. Herr Mappus ließ wissen, seine Juristen hätten eine Unterschrift als Schuldanerkenntnis gedeutet. Man sei aber bereit, bei der Linderung akuter Schäden zu helfen. Die Regulierung von Verwertungsschäden, Mietausfällen etc. steht noch an. Stellen Sie sich vor, 262 Eigentümer, darunter auch die Stadt selbst mit ihrem frisch renovierten Rathaus, erlitten Schäden durch die Auswirkungen der Bohrungen. Und die Landesregierung stiehlt sich aus der Verantwortung.